Der blutige Fruchtbarkeitszauber ist nicht real. Er kann mir nicht wehtun. Nein! Die Leute halten mich für nutzlos. Du wirst sie vom Gegenteil überzeugen. Das ist unmöglich. Okay, ich mach's. Wenn du irgendwelche versteckten Eigenschaften hast, werde ich sie finden. Aber mehr kann ich nicht versprechen. Bitte tu mir nicht weh. Beginne. Fruchtbarkeit ist der Nahrungszauber der Mayas, wirkt im Vergleich mit den anderen aber sowohl schwammig definiert als auch eher schwach. Während die Römer und Wikinger mit ihren Nahrungszaubern für unbegrenzt Fisch und Fleisch sorgen und die Trojaner direkt alle Nahrungsmittel abdecken können, soll das Gegenstück der Mayas ihre Brot- und Mana-Produktion unterstützen. Aber wie funktioniert dieser Zauber eigentlich? Wie groß ist seine Wirkung und hat er vielleicht noch ein paar versteckte Eigenschaften? Wenden wir den Zauber erst einmal auf diese Agaven an, um die groben Effekte des Zaubers herauszufinden. Das Feld in der Mitte schien etwas schneller zu wachsen, aber auch Teile des linken Feldes schienen betroffen zu sein, was auf einen recht großzügigen Radius hindeutet. Ich würde hier auf die gelben Ringe des Arbeitsbereiches einer Agavenfarm tippen. Aber um ein klareres Ergebnis zu haben, wiederholte ich den Test, dieses Mal mit zwei deutlich getrennten Agavenfeldern. Das linke Feld wuchs erkennbar schneller als das rechte, und anhand des Verhaltens der Agaven glaube ich erkennen zu können, wie der Zauber arbeitet. Er scheint die Zeit, die die Pflanzen in ihren jeweiligen Wachstumsphasen verbringen müssen, zu reduzieren. Also war der nächste Schritt, eine Agave beim Wachsen zuzusehen und genau die Zeit zwischen den Wachstumsphasen zu messen. Anhand des bisher bei Getreide und Bäumen beobachteten Wachstumsverhaltens sowie dem Verhalten der Agaven in den ersten Tests gibt es hier keine Zufallskomponente, eine Kontrollgruppe ist also überflüssig. Damit ihr euch das nicht antun müsst, fasse ich kurz zusammen. Eine Agave durchläuft drei Wachstumsphasen, die jeweils 65 Sekunden dauern. Damit kommen wir auf eine Gesamtwachstumszeit von 195 Sekunden, bis die Agave ihren erntebereiten Zustand erreicht. Wiederholen wir den Test nun mit Einsatz des Fruchtbarkeitszaubers zu Beginn der ersten Wachstumsphase. Der Effekt war schnell erkennbar, denn alle drei Wachstumsphasen dauerten nur etwa 32 Sekunden, die Pflanze wuchs also doppelt so schnell. Aus meinem Video zum Thema Getreidefarmen wissen wir bereits, dass Getreide eine Wachstumszeit von 200 Sekunden hat. Auch hier hat der Zauber den erwarteten Effekt und halbiert die Wachstumszeit. Der Zauber hat also das Potenzial, die maximale Produktion einer Farm zu verdoppeln. Wird der Zauber erst später gewirkt, halbiert er die verbleibende Wachstumszeit der aktuellen Phase und betrifft die übrigen wie gewohnt. Laut Zauberbeschreibung sind nur Weizen und Agaven betroffen, aber was ist mit den anderen Pflanzen? Also Bäume, Weinreben, Sonnenblumen und, der Vollständigkeit halber, Bienen? Finden wir es raus. Dass Bäume nicht betroffen sind, überrascht mich tatsächlich ein wenig, da sie sich eigentlich ähnlich wie die anderen Pflanzen im Spiel verhalten. Dass der Zauber auf Bienen keinen Effekt hat, sollte mich wohl nicht überraschen, aber es hätte mich auch nicht gewundert, wenn Bienen vom Spiel als Pflanzen gewertet werden. Diese Ergebnisse zeigen aber, dass ein Maya-Spieler theoretisch in der Lage wäre, die Nahrungsproduktion seiner Verbündeten und, im Falle von verbündeten Römern oder Trojanern, auch ihre Mana-Produktion zu unterstützen. Leider wurde während dieses Tests die Achillesferse des Zaubers deutlich. Der Zauber betrifft nicht den Boden, sondern direkt die Pflanzen. Alle Setzlinge, die nach dem Wirken des Zaubers platziert werden, profitieren also nicht davon. Es ist kein nachhaltiger Effekt vorhanden und das ist ein Problem, denn nur ein paar einzelne Pflanzen schneller wachsen zu lassen, ist langfristig einfach nicht nützlich. Und hierfür müssen wir immerhin bereits Mana und einen Priester besitzen. Den Zauber auf Agaven anzuwenden, ist eher ein Fall von Geld mit Geld bezahlen zu wollen, und dass sich die Kosten für den Zauber im Laufe des Spiels von 8 auf 32 Mana pro Wirkung erhöhen können, ist das sehr schnell nicht mehr wirtschaftlich. Der Zauber hätte vermutlich seine größte Wirkung, wenn sich zwei oder mehr Farmen einen Arbeitsbereich teilen, was bei Agavenfarmen nicht unbedingt abwegig wäre. Aber auch dann müsste man es micromanagen und den idealen Zeitpunkt abpassen, also viel Aufwand für wenig Ertrag. Theoretisch könnte der Zauber noch bei der Erholung helfen, wenn das dunkle Volk über seine Schamanen das Getreide hat verrotten lassen. Leider konnte ich aber keinen Schamanen zur Kooperation bewegen und der Verrottungszauber ist, soviel ich weiß, nicht per Skript auslösbar. Daher kann ich euch nicht sagen, ob der Fruchtbarkeitszauber die verrotteten Pflanzen wiederbeleben kann. Letztendlich ist der Zauber ein Fall von stark, aber nutzlos, denn zu dem Zeitpunkt, an dem ihr normalerweise Zugang zu ihm bekommt, ist der Nutzen schon sehr begrenzt. Wenn ihr auf einer Karte mit Priestern und Mana startet, könnte der Zauber genutzt werden, um der Brotproduktion etwas Starthilfe zu geben. Wenn er einen nachhaltigen Effekt hätte, wäre er potenziell sehr mächtig. Aber das ist leider nicht der Fall und deshalb ist der Fruchtbarkeitszauber leider nicht alltagstauglich. Mehr kann ich nicht tun. Bitte verschone mich. Dein Einsatz ist zufriedenstellend.